Herzlich willkommen, ihr ganzen Abo-Enten und Abo-Entinnen, zum wahrscheinlich letzten Part Mario und Rebels Kingdom Battle. Wir schauen noch rein, was uns noch erwartet. Ich glaube, es dürfte jetzt nach dem letzten Part des DLC beendet haben, nicht mehr allzu viel passieren. Vielleicht werden wir nochmal begrüßt. Wir haben es, wie wir sehen, zu 100% abgeschlossen, 90% der Puzzleteile gefunden, sowie 76% der Kisten. Ist in Ordnung, würde ich behaupten. Von diesem Thema zum 100% bin ich ein bisschen abgeraten, denn wir sollten das Spiel so nehmen, wie es ist, und einfach beim DLC nochmal durch und nicht durchlaufen. Weil ich auch gehört habe, es soll ziemlich ekelhaft und mühsam tatsächlich sein, alle 100% zu sammeln. Ah! Ein weiterer mitreisender Erfolg. Diese bösen Bananen wieder hergestellt. Die Waschmaschine repariert. Rabbit Kong bekehrt. Ah, das Beste ist, die Insel ist vom gefährlichen Einfluss des Megabugs befreit. Sieht aber im Himmel nicht ganz so aus, Bipo. Was ist das? Meine Sensoren erkennen eine Reststörung, die durch den Einfluss des Megabugs zurückgeblieben ist. Sieht eher aus wie ein Schutzschild. Ah, diese Rabbits mit den Bananenhüten. Ich dachte, die üben für den Samba-Wettbewerb, aber nein. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit. Kommt, die Schlacht ist noch nicht vorbei. Bibo, willst du mir damit sagen, es gibt Prüfungen? Ja, ich bin ein bisschen gerade so Fragen wie, wer wird Donkey Kong? Donkey Kong. Wenn das Prüfungen sind, alles auf der Insel, dann könnte sich das doch noch ein bisschen ziehen. Prüfung 1, Dschungel. Prüfung 2, Dschungel. Prüfung 3, Dschungel. Prüfung 4, Dschungel. Ich meine, es gibt drei Inseln dieser Art. Dann ist es vielleicht doch nicht der letzte Part. Sehr wahrscheinlich nicht. Dann nehme ich alles zurück. Und wir konzentrieren uns auf die Prüfungen. Ich wusste wirklich nicht, dass es nochmal Prüfungen gibt, beziehungsweise das LP ist auch blind, was das DLC zumindest angeht. Von daher, ja, lassen wir uns überraschen, was uns in diesen Prüfungen erwartet. Gut ausgerüstet sollten wir ja eigentlich sein. Besiege die Zwischenbosse. Oh, mehrere. Da ist Heidi. Du warst... Oh Gott, ich komme nicht mehr auf den Namen. Mann! Wie hieß du? Du warst... Oh, wo bist du denn? Ja, du warst Heidi. Und du... Wo bist du hin? Ja, und du warst Haba Heiko, natürlich. Ja, sehr kreative Namen. Aber wir sehen auch sehr viele Gegner. Wir sollten die schnellstmöglich irgendwie besiegen. Wir sind auch aufgeteilt, sehe ich. Ne? Ja, hier ist Cranky, da ist Peach und da ist DK. Hm. Was tun? Wir könnten damit Peach zu Peach gelangen. Wir sollten uns vielleicht dann doch hier eher in Deckung stellen, so. Wobei sollen wir eine 0% Trefferchance, ne? Wohl so auch. Nur von da, eine 100%ige. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Da könnte ich zwar auch hin, aber da treffe ich auch nichts. Ich würde mit DK nämlich schon ganz gerne angreifen, eigentlich. Das kann ich aber auch von hier unten tun. Dann schmeiße ich den, am besten den Boss auf den Kopf, denn der Hammer Heiko muss sterben. Die anderen Sparten spawnen unendlich nach, beziehungsweise nahezu. Wir aktivieren den schrägen Blick. Und werfen unsere Banane. So, werden wir
3 Treffen, ne? Ja, also Feuer frei. Ich meine, Hammer Heiko ist aber derjenige, der dann auch nachrennt. Aber erstmal kritten wir doppelt. Und das macht gut Schaden. Oh, die zünden sich alle da oben an. Oh, Hammer Heiko kriegt es sogar nochmal ab, den Feuer. Und nochmal. Wow. Das Feuer übrigens, nicht den Feuer. Das hat gut Schaden gemacht. Warte mal. Hä? Die Verteidiger, okay, die haben wenig Schaden genommen, aber Hammer Heiko ist schon fast tot. Muss man so sagen. Mit Peach. Können wir mit Peach Ende machen? Das sieht nicht so aus. Oder können wir Hammer Heiko von irgendwo treffen? Eher nicht, ne? Und eine Bombe hochschicken geht auch schlecht. Wobei, von da würden wir Hammer Heiko auf jeden Fall treffen. Kann ich mir sogar erlauben, wenn ich den Schild aktiviere, sie so relativ offen hinzustellen. So, dann gibt es also erstmal den Schild. Und Hammer Heiko kriegt seine Portion ab. Und Honig. Damit kann er schon mal nicht nachrennen. Egal, wie sehr er das möchte. Mit Cranky könnten wir eigentlich schon mal auf Heidi gehen, ne? So einigermaßen. Ob das Sinn macht, eigentlich eher weniger, ne? Ich könnte zwar hier hingehen. Naja, gut, komm. Dann gehst du schon mal da ein bisschen aufräumen. Auch wenn es ein bisschen risky ist. So, das machen wir aber so. Zack. Boom. Eine Fassbombe. Bam. Um ehrlich zu sein, muss ich sagen, ich bin ziemlich froh darüber, dass es noch Prüfungen gibt, quasi. Hatte das Hauptspiel auch nochmal ein bisschen interessanter gemacht. Also, das DLC. So, wir bestanden die Sache mal ein bisschen, weil da sind zigtausend Gegner dran, die alle ihren Zug machen wollen. Das tut mir am meisten weh. Zack, der ist down. Leider wurde Heidi dicht mit getroffen. Oh, wie süß. Immer noch 3 Schaden. 16 Schaden, aber das Problem ist, er hat gewonnen. Das ist ein bisschen bescheuerter. Honig- und Frosteffekt auf Peach. Aber wir können Heidi von dort aus auf jeden Fall treffen und nächste Runde eigentlich auch töten. Das sagt jetzt eigentlich, weil die ihren Protector gerade aktiviert haben und das mir absolut gar nicht gefällt. Ja, Heidi sollte eigentlich sterben, oder? Komm schon, Peach. Ja, kritisch. Dann ist Heidi tot. Der erste der zwei Zwischenbosse. Und wenn ich mich bewegen kann, dann kommt ihr einfach zu mir. Kommt mal her. Party hard. Yeah. Schön, dass wir das auch nochmal gesehen haben. Und jetzt gibt's ein Beben. Einmal die Bongos auspacken und bam, 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 bam. Sogar kritisch. So. Was tun wir mit Cranky? Cranky schießt. Heilt sich dadurch. Oh. Stimmt ja, das habe ich gar nicht bedacht. Der ist ja so ein Aggro. Ich sollte ihn einschläfern können. Damit sollte ich diese Runde von seiner Schurkensicht auf jeden Fall safe sein. Ich könnte ihn zwar Schaden machen mit dem Dashen, und zwar haben wir nur 40. Dann sleep ich ihn lieber ein. Nächste Runde hat er keine Helden-Schurkensicht und dann können wir gepflegt attackieren. Allerdings geben wir mit Cranky noch in Deckung, dass die der Spaten da unten das nicht so einfach haben, uns zu treffen. So, die verschieben ein bisschen mehr nach Rabbit Peach. Die ziemlich viel einstecken muss. Wahrscheinlich nächste Runde sogar eine Heilung raushauen.
und am besten greifen wir mit der Bombe an, weil da sind einfach zwei. Oh, Donkey Kong kriegt schon wieder Honig ab. Wirklich. Oh, ich hasse Verteidiger mit Honig. Ich kann es nicht oft und laut genug sagen. Es ist so ekelhaft. Und so verdammt gefährlich. Es ist verdammt gefährlich. So. Wenn ich die Bombe so schicke, triggert die beide Schurken sich? Ich bin mir da nicht sicher. Also gehe ich auf Nummer sicher. Und schicke sie so. Zack. Und da ist die zweite. Bringt dir aber nichts, denn du wirst explodieren. Leider kein Crit. Schade. Können unsere Dashs raushauen. Ja, ich könnte mit dir versuchen, DK irgendwie mal aus seiner Bredouille zu befreien, aber ehrlich gesagt, er ist wäre so ein Schritt zurück. DK muss irgendwie selber klarkommen. Auch wenn ich mich selbst ganz gerne mal befreien würde, beziehungsweise wieder heilen würde. So, dann gehen wir hier hin, haben 100% Trefferchance und erledigen den Spaten. 70 Schaden mit dem Dash ist schon ziemlich viel. Zumindest fürs DLC. Mario und gerade Rabbit Luigi würden sich darüber nur totlachen. Ah, Peach hat ja schon geschossen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Da war ja was. Ups. Ja, mit Cranky. Wo gehen wir mit Cranky hin? Cranky sollte schießen auf den. Das macht schon Sinn. Dann wird er zwar angerast kommen, wie ein Bulldozer, aber das müssen wir wohl hinnehmen. Zack. Ich hätte zwar den Heldenblick aktiviert, aber das bringt leider nichts, wenn er so kommt, glaube ich. Oder? Doch, ich glaube schon. Ah, dann aktivieren wir jetzt halt den bösen Blick, denn er muss ja eh ein bisschen näher kommen, wenn er mich hitten möchte. So, was machen wir mit DK? Nicht allzu viel, ne? Beziehungsweise eher gar nichts. DK wird schön rausgenommen von den Gegnern. Und ja, das war jetzt ziemlich dämlich, den jetzt zu aktivieren. Ich sehe es ja ein. Allerdings hätte er mich dann auch erreicht gehabt. So ist das nicht der Fall. Oh. Cool. Damit kann ich leben. Oh Gott, es reicht. Please, nicht mehr auf Peach. Ja, und Donkey Kong kriegt wieder Honig ab. Ist schon klar. Leck mich doch. Ganz ehrlich. Donkey Kong wird unfair behandelt. Das ist Rassismus. Ja? Auf dem höchsten Niveau. Aber bei Prüfungen, darf man nicht vergessen, geht es ja nicht darum, gut abzuschneiden, zwingend. Es geht eher in erster Linie darum, sie zu schaffen. So, aber die Dashs nehme ich mit. Dich erledige ich damit und dich. So, dann stelle ich mich hier hin. Und schieße auf den Boss. Wenn er nicht von alleine schon kommt. Nein, tut er nicht. Dann Feuer frei. Oh, Honig. Sehr schön. Da kann er sich leider. Dann kann er sich dann nicht mehr wehren. Warum sage ich überhaupt leider? Tinteneffekt, was? Ja, das reicht nicht. Das gibt es doch nicht. Das ist echt gemein. Aber er kann sich nächste Runde nicht bewegen. 70 Schaden und wir machen nur 40. Das ist eigentlich kein fairer Deal gewesen. Wir brauchen den Bananenblick. Ja, so nenne ich ihn. Niemand Problem damit. Oh, und den können wir sogar treffen. Komm schon. Crit. Dann kannst du überleben. Ja, DK. Das war ein bisschen schwach, ne? Das weißt du aber auch selber. Mein harter Freund. Ja.
Oh, diesmal kein Honig. Und wir können uns rächen. Cool. Was? Prüfung fehlgeschlagen? Haben wir nicht... Gab's nur Zuglimit? Das könnte sein. Aber ganz ehrlich, was hätte ich da großartig machen können? Machen sollen. Ich meine, Donkey Kong war jede verdammte Runde geleimt. Ich meine, hallo? 4 Züge-Limit, Tatsache. Okay. Gut, ich denke, der Anfang war einigermaßen in Ordnung. Ob wir das wieder mit dem Honig so hinbekommen... mit dem Feuer bezweifle ich zwar ein bisschen, aber... Das heißt drum. Erstmal fangen wir so an, wie wir es hatten. Zack. Komm schon, DK. Ah, oh Mann. Ach ja, er haut ja ab. Er ist ja ein Feigling. Da war ja was. Stimmt ja. Das haben wir, finde ich, sogar ganz gut gelöst gehabt. Mit Cranky schon mal Vorarbeit leisten. Ja, ich brauche einfach ein bisschen mehr Glück, dass DK nicht die ganze Zeit festgehalten wird. Weil ich konnte mit DK kein eines Mal auf... doch einmal in der ersten Runde auf den Boss gehen. Mehr aber auch wirklich nicht. Ein bisschen zu wenig gewesen, wie man auch gemerkt hat. So. Könntest. Ach ja, Heidi können wir ja gar nicht treffen. Heidi ist ja nach da hinten geflüchtet. Und ich lerne auch nicht so wirklich aus meinen Fehlern, was? Ja, wie mache ich das jetzt am klügsten? Mit Cranky bin ich schon darüber gegangen. Ich kann nicht mal hier rüber. Ja, dann sollte ich schon darüber gehen. Und mich meinetwegen um den Verteidiger hier erstmal kümmern. So lame wie das klingen mag. Ups. Ja, die Bombe würde möglicherweise reichen. Aber das wäre glatter Selbstmord. Von daher Honig. Schuss, das reicht. Wir können nichts mehr tun mit den anderen. Jetzt sind die Gegner dran. Und ja, schade, Heidi war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon fast tot. Oder, nein, Heiko war das. Und ich Heidi. Verdammt, warum verwechsel ich die immer? Zack, du kriegst sie wieder auf die Fresse. Du hast nicht, du hast gelernt. Ja. Auf. Never mind. Oh, da geht jetzt die Party ab. Ihr burnt euch richtig gegenseitig ab. Einer stirbt sogar dadurch. Sehr schön. Die Deckung ist weg von DK. So, jetzt ist die Frage. Na, die Deckung ist noch da von DK. Ich habe nichts gesagt. Von da aus würde DK zu 100% treffen. Dann nutzen wir das. Wir schmeißen dir das hier übrigens auf den Kopf. Oh, ich dachte gerade echt, der macht es noch kaputt, aber nein. Und jetzt auf einmal 0% Trefferchance? Willst du mich verarschen? Das Beben würde treffen. Aber... Wir haben ja noch jemanden, der darüber kann. Und rein theoretisch eine Bombe hinschicken könnte. Die ist auch ready, ja, ne? Ja. Ja, dann schießt die mir halt in den Rücken, aber ich kann mein Schild aktivieren. Ich schütze zwar vor Honig nicht, aber... Da muss ich jetzt durch.
DK wird nicht getroffen, das ist sehr gut. So lobe ich mir das. Kaboom. Heiko flieht, weil er ein Weichei ist. Oh, ganz hinten ins Eck, wirklich Heiko? Dein Ernst? Warte, 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 was? So ein Trickshot kriegst du hin? Ja, dann komm, DK. Sei es drum, oder? Ist Heiko in der Reichweite des Magnetons? Nein, ist er nicht. Na gut, dann. Trickshot. Leider nicht mit Burn, sonst hätte es eventuell gereicht. So, mit Peach wollte ich noch das Schild aktivieren, aber ich glaube, das brauche ich gar nicht. So. Du wirst angeschossen. Und um 50 heilen wir uns und kriegen 50 Schaden. Okay, wir haben ein bisschen Plus gemacht. Tatsächlich. Wenn wir jetzt dashen würden. Das ist jetzt wieder dasselbe leidige Thema, ne? Eigentlich müssen wir Schaden raushauen, so viel wie es geht. Und dazu möchte ich auch selbst das hier hinnehmen. Und jetzt im besten Fall für nächste Runde einschläfern. Hat jemals überhaupt schon mal jemanden Hai einschläfern lassen müssen? Was sind hier? Warum stelle ich mir solche Fragen? Egal. Ich erkenne keinen Grund. Ein Hai ist ein Hai. Ja, die aktivieren alle ihre Schurkensichten. Das ist mir schon klar. So. Wo ist Heiko hin? Das ist eine sehr gute Frage. Hä? Kann ich das übersehen? Wie sind da hingekommen? Lol. Okay. Da kommt aber Peach von ganz alleine hin. Von daher. Einmal durch die Röhre. Den werfen wir auf dich, dann bist du schon mal weg und nervst nicht mehr rum. Oh. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. So. Er ist down. Und Donkey Kong haut das Beben raus. Krittet sogar, das ist sehr schön. Bam. Abseits plus 30 Schaden. Und dadurch rennt er sogar nicht weg. Das ist perfekt, denn jetzt kann Peach kommen. Ja, und ihn totdashen. Und im Prinzip sogar beide heilen. Könnte aber auf die andere Seite gehen. Und noch ein bisschen für Unruhe sorgen. Machen wir auch so. So, Heiko ist wieder down. Peach fängt sich die Schurkensicht an. Aber darf auch zurückschießen. So sind wir ja nicht. Fair soll es hier zugehen. Und ich muss nächste Runde Heiko töten. Also. Wird's echt Zeit. Ich meine Heilia. Es tut mir leid, dass ich den Namen so durcheinander kriege. So, dann brauchen wir den bösen Blick vom Oppi. Einen Dash. Ein bisschen Distanz. Er hat aber auch echt viel Leben für so wenig Züge. Vielleicht sollte ich auch echt mit zwei Charakteren auf ihn gehen. So, das machen wir diesmal besser. Und jetzt gibt's nochmal zweimal auf die Fresse. Wieso sein Moon? Er hat nur Schaden genommen. Lol. Oh, er tut mir gerade übrigens, glaube ich, einen sehr großen Gefallen, dadurch, dass er in die Mitte gegangen ist. Kann ich, glaube ich, wesentlich mehr tun. Aber ich muss nochmal alles geben, um jetzt auch down zu bekommen. So, wie weit kann ich mit Cranky? Bis hierhin. Okay, das ist... Machen wir mit Peach.
Hast du noch auf Peach eine Heilung raus? Anschließend dasht. Ja, du kriegst auch noch deinen Dash ab. Von mir aus. So, dahin könnte er auch kommen. Also gut. So, nein, wir setzen eine Bombe auf ihn an. Wir müssen raushauen, was geht. Koste es, was es wolle. Oh, noch eins abseits, das macht Bonusschaden, das ist sehr gut. So, mit Cranky kann ich nun auf Peach springen, weil ich mich, weil ich sie gut positioniert habe. Und aus nächster Nähe ihn, glaube ich, finishen. Das macht jetzt, glaube ich, 70 Schaden. Ne? 60 auf jeden Fall. Und damit ist er down. Cool. In 4 Zügen geschafft. Und wenn man es weiß, machbar. Aber muss man nicht zwingen. First try, finde ich. Warum hängen am Rabbit Cranky Kongs Waffe eigentlich Unterhosen? Habe ich da was übersehen? Egal, sei es drum. Wir sehen uns nämlich im nächsten Part wieder mit Dschungelprüfung 2. Also, lasst einen Daumen da. Das LP geht noch ein bisschen länger. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann und ciao.